Repräsentiere ich hier auch insgesamt den Sony Pictures Entertainment. Natürlich habe aber ich meinen Schwerpunkt auf den nachgelagerten Verwertungsplattformen. Und ich möchte sagen, also A, bin ich ja quasi mit meiner Tätigkeit und dem, was ich auch versucht habe aufzuzeigen, nämlich der Reinhaltung der verschiedenen Plattformen, jetzt nicht unbedingt in zeitlicher Abfolge, aber, und das habe ich jetzt auch gerade bei der Frau Tondo, das möchte ich da auch nochmal anmerken, wir sind ganz bestimmt, oder ich jetzt hier in Deutschland, mit der Art und Weise, wie wir vorgehen und die Rechte verkaufen, die allerersten, die sagen, hier gibt es nichts im Paket, hier wird alles einzeln bezahlt, es gibt keine Free Catch-Up Rights, es gibt keine Free VOD Rights, Preview, wie auch immer, irgendwelcher Art, ja. Wir achten darauf, dass alles seinen Wert behält, überall ein Preisschild dran hängt. Übrigens auch diese mehr, ich habe sie heute wieder, oder die, nicht heute, aber vor zwei Tagen vom ZDF selbst in einem Gespräch erzählt bekommen, dass die BBC macht ja das alles, ja, 7 Tage Catch-up Rights. Ich weiß ganz genau, dass wenn wir in der UK unsere Rechte verkaufen, dass die BBC genau dafür richtig Geld bezahlt, nämlich für jede Wiederholung, für jedes Catch-up-Recht, für jedes Preview-Recht. Das sind schon Rechte, die wirklich ganz eindeutig in diesem Markt mit einem Wert belegt sind. Und ich muss sagen, ich finde, dass diese Vorgehensweise, ich finde, man sollte sich als Produzent, als Vertriebler, auch die Deutschen, nicht nur die Majors, zusammentun und sich einig sein. Wir geben die Rechte nicht einfach im Paket mit. Wir lassen uns nicht erpressen. Nur so können wir nämlich Kino schützen, Kinofilm, die Produktion von Inhalten langfristig schützen, die unglaublich teuer ist und die auch ein unglaubliches Gamble ist jedes Mal. Ich meine, wir Sony Pictures produziert jedes Jahr um die 32 Kinofilme. Davon haben wir dann einen Spider-Man, ja, und vielleicht noch einen zweiten, der ähnlich gut läuft im Jahr, wenn es gut ist. Der Rest ist einfach Investition in diese Verwertungsschiene, in auch natürlich das, was uns nutzt als Marketing-Tool natürlich. Aber das muss man ja auch mal sehen. Und natürlich machen wir Cost-Promotion über verschiedene Plattformen. Wir gehen zur Games-Convention. Wir versuchen natürlich auch diese Plattform mit hochzubringen. Aber ich persönlich denke, und wenn wir an die jahrzehntelange Diskussion denken oder jahrzehntealte Diskussion denken, wo es hieß, das Buch ist tot, ja, also bald lesen wir ja nur noch im Bett auf Computer etc. irgendwelchen elektronischen Bildschirmen und das Buch wird es nicht mehr geben. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, dass diese ganzen Verwertungsstufen nicht Kannibalisierungseffekte reinhaben müssen, sondern sich gegenseitig verstärken. Wenn Sie heute die Nutzungszahlen sehen zum Thema Internet, das ist rasant angestiegen. Ich weiß, ich glaube, wir liegen mittlerweile, ich habe es gerade neulich gesehen, pro Tag bei deutlich mehr als Fernsehen, während sich das Fernsehen aber nicht verringert hat in der Nutzungsdauer, ja, sondern das befruchtet sich eher gegenseitig. Also ich finde das ein bisschen destruktiv teilweise, wie diese Diskussion so geführt wird. Wir haben jetzt gerade... Darf ich da was sagen? Sehr gerne. Aber auf meine Frage sind Sie gar nicht eingegangen. Nee, Sie haben nur auf die ARD und die Geschichten. Mir geht es um Folgendes. Wir helfen Kino durch... durch Filme. Nicht nur durch die Filme, auch dadurch, dass die Filme in den nachgelagerten Verwertungsstufen ihren Wert behalten. Das ist ja auch das, was hier die Produzenten auch fordern, dass das eben nicht das irgendwie versickert durch überdimensionale Forderungen von großen, mächtigen Sendern, diese Refinanzierung nicht mehr möglich ist und damit keine Kreativität eigentlich ermöglicht wird, um wiederum neue Geschichten entstehen zu lassen. Das akzeptiere ich doch, da bin ich doch voll, bin ich ganz stolz auf Sie, dass Sie das so machen, ehrlich. Nein, mir geht es um die Kinobegegnungsstätte, darüber verlieren Sie kein Aber Wort. Aber das ist natürlich A, nicht mein Geschäft, ganz ehrlich. Und ich persönlich als User muss sagen, ich gehe nicht gerne ins Kino. Das hat Gründe, die A, in der Convenience liegen, B, in der Attraktivität der meisten Kinos, die ich überhaupt nicht angebracht finde, ehrlich gesagt. Ich bin, wie gesagt, lieber zu Hause. Ich würde sehr gerne sehr viel mehr bezahlen, das Doppelte bezahlen, um eine Premiere zu Hause oder einen ganz neuen Kinofilm zu Hause, in meinem Sofa, in meinem Home Entertainment zu sehen. Häufig, nicht immer. Aber